Juni 2015. Endlich kommt die Deutsch mal wieder zum Einsatz. Eine schwedische Reisegesellschaft, auch Finnen dabei, sind zu Gast. Leider ist das Wetter heute Nachmittag etwas schlechter geworden. Ulrich, du musst dich jetzt auf der anderen Seite so hinknien wie beim 40 Jahren, ne? Da, Nummernklau. Hm? Kennst du die noch wieder? Nein, gar nichts mehr. Also die noch kenne ich wohl wieder, die habe ich schon einige Male gesehen. Bad Schwalbach. Das ist sogar ziemlich neu, dass ich das erste Mal gesehen habe. Ja, 1985 ging die ja zu Schömer und 86 ausgeliefert. Genau, ja, ich bin froh, dass wir die gekriegt haben für Deinste. Passt, auch von der Höhe zu dem Wagen. Ja. Wow. Ja, ich habe hier schon etwas repariert. Der Motor war, ein paar Lager kaputt. Aber blechtechnisch muss sowas gemacht werden. Ja. Ja, das ist noch ein bisschen. Extra auch den Wagen angehängt, ne? Den kennst du auch. Ist auch Glasmann. Die hatten ja mal so einen Vertrag da mit Anwohnern, dass sie fahren mussten, Personen. Ne? Ja, ja. 900 war das alles, ne? Ja, ist umgebaut. Ja. Hat der mal irgendwie eine Geschichte gehabt, oder? Ja, ne? Was mit dem? Der hat auch irgendwie eine Geschichte, ne? Ja. Ja, ja, der hat eine Geschichte. Ja. Kannst ja mal gucken, ob du noch mehr kennst. Wir können auch noch mal in der Halle gucken. Kennst du die auch? Das ist eine DL6S. Die habe ich gerade fertig. Ja. Die sah eigentlich mehr nach 8 aus, ne? Ja, das war mal eine. Die ging auch 85. Von die mal wieder umgestreckt. Ja. Auch DL6 Getriebe drin. Muss ich mal angucken, interessant. Die war 10 Jahre kaputt im Bokern da, im Lokschuppen. Die haben wir gerade eine Woche fertig. Ja. Die habe ich jetzt hier vorne auf dem Beamer gepackt. Ja, ja, danke. Schön rausgestellt alles. Ne? Ich habe gerade schon gesagt, wie toll das aber geklappt hat bei dem Wetter, erst mit Kaffee trinken im Regen und jetzt ist es dann doch noch trocken.